Seid ihr bereit für die Mega Berlin Food Safari durch 2 oder 3 Bezirke? Ja, moin Leute, was geht ab? German Freak hier am Start und es ist Samstag, es ist grau und ich bin noch ein bisschen verstrahlt von der gestrigen Party. Ein Fahrrad umfunktioniert. Zur Kneipe. Aber ich wollte euch mitnehmen auf eine Samstag-Einkaufsparty. Samstag-Shopping-Tour meine ich. Ich will nämlich in den nächsten 2 Videos argentinische Hotdogs machen und Schnitzel mit Kartoffelsalat. Aber dazu erstmal werde ich nach Kreuzberg gehen. Gehen werde ich, weil ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Nachdem ich ihn gestern so viel Schlechtes getan habe, werde ich heute was Gutes tun. Ich werde mich sportlich etwas betätigen und halt nach Kreuzberg laufen. Das wird ungefähr eine Stunde dauern. Auf jeden Fall, ja, zuerst, mein erstes Ziel ist ein türkisches Geschäft und da werde ich dann ein bisschen Gemüse kaufen und ich kaufe dann mal gerne Paprikapaste. Das zweite Ziel, ich will in den Prenzlauer Berg fahren. Laufen. Und mir dort Chorizo kaufen in einem spanischen Laden. Und wahrscheinlich werde ich nochmal zu Rewe gehen. Das wird ein ordentlicher Ritt, Freunde. Und ja, ich versuche es mal alles zu Fuß hinzubekommen. Los geht's, Freunde. Hauen wir rein nach Kreuzberg. Und ich bin wieder bestens gedresst. Ferrari-Hose, Porsche-Hemd, Armani-Lederjacke, Gucci-Cap und wir sind auch von Porsche die Treter. Also es ist jetzt 12 Uhr. Mal sehen, wann ich oder wir wieder zurück sind in der Hood. Übrigens habe ich eine spannende Entdeckung gemacht in meiner Jackentasche. Und zwar habe ich einen Bierdeckel gefunden. Und es ist... Frühkölsch. Und da frage ich mich, was hat mich denn da gestern geritten? Frühkölsch. Unglaublich. Oh weia, was da wohl los war. Ja, und übrigens, ich habe hier jetzt herausgefunden, meine Schuhe sind gar nicht von Porsche. Die sind von Balenciaga oder wie das heißt. Balenciaga oder so. Ja, schicke Treter. Das Beste ist ja immer, wenn man dann losgeht und einkaufen und man merkt, ja, man muss ja eine Maske tragen. Und dann guckt man in seiner Tasche und da ist gar keine Maske. Tja, also nochmal Marschkehr zurück und schön die Maske von zu Hause holen. Geil! Kennt ihr übrigens die neue Netflix-Serie Bauwatch? 24/7 Baustellen-Streaming. Ich denke, es ist eine geile Serie. Ziehe ich mir mal später rein. Bauwatch. Ich frage mich, ob Bauwatch David Hasselhoff engagiert hat. Naja, ich bin gespannt. So, ich habe mich noch mal umgedresst. Ist doch ein bisschen warm draußen. Und hier ist meine Maske. Und jetzt geht's los, Freunde. Auf geht's zur Food Safari. Um die Sache ein wenig zu beschleunigen, wende ich jetzt ein, oder ich droppe ein Shortcut-Sheet. Und zwar, ja, werde ich jetzt im Fahren gehen. Mit einem Carsharing-Auto. Schöner Audi A3. Also wenn ich mir ein Auto kaufen wollen würde, dann wäre es ein Audi A3 Limousine. Geiles Ding, los geht's! Das Geile hier auch in Berlin ist, wir haben sogar einen eigenen russischen Radiosender. Russische FM. Yeah! So Freunde, wir betreten Kreuzberg und passieren die Oberbaumbrücke. Sagt Hallo zum Alex am rechten und links zur Oberbaumbrücke. Wir haben es fast zum ersten Markt geschafft. So meine Süße, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Küsse deine Augen. So, da sind wir, eure Gita. Das war der erste Streich. Was haben wir bekommen? Tomaten, kleine Gurken, Minze, Paprikapaste. Genau, deswegen bin ich eigentlich nur hergekommen, aber dann habe ich noch den Rest mitgenommen, weil das echt ein cooler Laden ist, muss ich sagen. Eurogita, beste. So, jetzt muss ich in den Prenzlauer Berg. Ja, das ist ein bisschen weit weg. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Zu Fuß vielleicht. Das dauert bestimmt 2 Stunden. So, ich habe jetzt mal geschaut. Zu Fuß sind es 8 Kilometer und ja.
geschätzte 1,5 Stunden zu Fuß. Mal gucken, wie weit ich schaffe. Wetter ist ja noch einigermaßen gut, aber ja, ich fröste jetzt ein bisschen. Aber es ist ein guter Auskatermarsch. Weiter geht's. Eine ganz wichtige Frage, die ich mir auch gerade stelle, ist: Warum habe ich mir keine Jacke in den Rucksack gepackt? Ich habe doch einen Rucksack. Mann, ey. Ach, kennt ihr das, wenn man einen Kater hat und es ist noch so ein bisschen dunstig im Kopf? Ja, dieses Gefühl, das habe ich gerade. Also zumindest sind wir jetzt schon am Ostbahnhof. Also sind es nur noch 7 von 8 Kilometern. Aber das ist ja nichts.